Hey ho, ihr Brunnentaucher! Beim letzten Mal in Let's Play Terranigma, geh hier vorbei, ey! Haben wir sämtliche Edelsteinjuwelen gefunden. Und der Kristallball hat mitgemacht. Ist das eine Statue der Königin hier? Das ist mir noch nie aufgefallen, was das sein könnte. Da stecken irgendwelche Stäbe drin. Egal. Nun ist an der Zeit, dass wir die Dinge einsetzen und glücklich werden. Aber vorher möchte ich meine absolute 90, 60, 90 Übermacht. Ey, ich sagte meine Übermacht. Oh, ach, nur 80? Nur mickrige 80. Aber was soll's? Jetzt habe ich mir das wieder gerade Hitpoint anzeigen. Für mehr mache ich das nicht. Wassa. So. Es ist an der Zeit, dass wir die Edelsteine dorthin bringen, wo sie hingehören. Hinter die Porträts der Vorhänge. Gefahrenmusik. Die Juwelen beginnen sich zu bewegen. Der erste Mann hatte blaue Augen. Er möchte blaue Augen, in Art der Veilchen, so wie Elizabeth Taylor. Nein. Dann sind wir froh, dass es kein Schwarz-Weiß-Spiel ist. Der zweite Mann hatte eindrucksvolle schwarze Pupillen. Es sieht aber nicht schwarz aus. Die Augen des dritten Mannes brannten voller Leidenschaft. Was der liebhabste Terminator? Ah, Königin, bist du Sarah Connor? Der letzte Mann hatte ein falsches, braunes Auge. Stalin, ich hab keine Ahnung, der Schnurrbartmann. Yay! Sie waren alle drei Väter desselben Kindes und haben es mit dieser erfundenen Musik in die Wiege gelegt. Tut mir leid, ich muss an ein Baby denken, was hin und her geschaukelt wird, wenn diese Musik kommt. Und ein geheimer, aufgehangener Kronleuchter fällt urplötzlich von oben herab. Nachdem die Augen wieder aus den Bildern entfernt wurden, offensichtlich. Gut, dass da keiner mehr gelebt hat. Ja, ich finde es schon ein bisschen blöd, dass man jetzt die Augen nicht mehr sieht. Naja, egal. Und das Schöne ist, sie leben immer noch da unten. Ja, ist es nicht ein toller, wundervoller Mechanismus? Oh, es lebt noch. Ein toller, wundervoller Mechanismus. Ich frage mich jedes Mal, was dabei läuft. Da unten sind die anscheinend... Upsi. Unten sind anscheinend die Gemächer der liebenswerten, tollen Königin. Und sie denken sich auch, oh, ein wundervoller Mechanismus. Wir müssen jedes Mal wieder die Maurer kommen lassen, wenn ich von unten nach oben ins Schlafzimmer möchte. Yay! Aber bevor ich da jetzt langlaufe, gehe ich noch an einer anderen Stelle eben entlang. Ich meine, bevor wir uns da mal ins Nichts fallen lassen. Mal gerade mal gucken. Ich glaube nämlich, aber ich habe noch an einer anderen Stelle was vergessen, bevor ich mich hier ins wilde Leben nach unten stürze, in den Partykeller. Will ich dann doch erstmal hier ein bisschen weiter gucken. Weil ich hab früher... Oder war das... Nee, war das hier... Moment. Ah, genau! Das ging ja doch ein bisschen einfacher hier. Ich meine nämlich, ich habe hier eine Schatztruhe übersehen, das letzte Mal. Da ist sie genau! Und hier haben wir die Platin-Rüstung! Oh mein Gott! Ich hätte nur ein bisschen weiter laufen müssen, das ist ja ungerecht. Mir ist es selber aufgefallen, so drei mehr. Moment. Ada, wird von der Garde getragen. Hätte ich das gewusst, ey, niemand hätte mich hier erkannt. Wäre Sherlock Snake geworden. Na, nicht ganz. Kann man... Stimmt, und hier geht's auch noch hier lang. Nee, geht's doch nicht. Egal. So, jetzt laufen wir wieder zurück. Moment, oder? Nee, hier haben sie das hier haben zugemauert. Hm. Könnte die Pornokammer der Königin gewesen sein. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, zurück. Ich werde jetzt einen kleinen Cut machen. Ich werde nochmal mich frisch nach Ahola begeben, um mich auftanken zu lassen. Und, zu speichern, weil jetzt kommt der große Knall.
möchte ich sagen. Ich mache das hier jetzt nicht, um noch ein Level-Up mitzunehmen. Falls es klappt, nehme ich es natürlich gerne mit. So ist es nicht. Der Spieleberater sagte ureinst, und das habe ich auch jedes Mal gemacht. Ich habe hier bei diesen Pappkameraden hier, habe ich gefarmt wie ein armer Irrer. Und zwar hat der Spieleberater vorgeschlagen, werde Level 25. Vorher hast du gegen die Königin des Schlosses sehr schlechte Karten. Es geht natürlich. Aber es geht nicht gut und es dauert ewig. Und ja, deswegen, wir sehen uns gleich wieder an dieser Stelle hier. Und dann werde ich auch eine andere Waffe angelegt haben. Nämlich die Strahlenlanze, die mal satte 10 Punkte... ja, schlechter ist als das, was ich jetzt mit dem Eispickel mitgenommen habe. Aber ich hoffe, sie wird uns gute Dienste leisten, diese Strahlenlanze. Bis gleich! So, da bin ich wieder. Dann wollen wir uns mal in die Grube des der Löwin begeben, die nach ihren Kindern jault. Oh, Nose! Wir Hexen tanzen um dich herum. Beweg dich nicht. Dreh dich nicht um. Zu viert sind wir, doch du bist allein. Immer ist es immer die, die versucht zu kriechen in dir hinten rein, in dich hinten rein. Dies wird dein letztes Stündlein sein. Wir färben mit dir die Erde rot. Triffst du die Falsche? Dann bist du tot! So, Treffer versenkt. Der Spruch wiederholt sich jetzt hier und da wie wunderbar. Sie tanzen weiter, Falara. Ich glaube, das hat auch das Spiel, wie hieß es noch gleich, Ocarina of Time benutzt im Waldtempel. Oh, haben die den Waldtempel abgerippt? In Twilight Princess zum Beispiel. Und, ich muss jedes Mal an Terranigma denken. So, die Olle ist, glaube ich, jetzt endgültig platt. Das heißt, wir haben den Boss erledigt! Yes! Und das ist er. Der arme, eingefangene Columbo. Ey, Columbo, was ist los mit dir? Sein oder nicht sein? Mindestens hat er genug Nachttöpfe hier. Aber aus irgendeinem Grund will er nicht mit uns reden. Jetzt will er mit uns reden, weil die Hexe aufgehört hat zu labern. Eine kristallklare Stimme aus dem Nichts erklingt. Willkommen in meiner Kammer. Genieße die Zeit wie im Traum. Erfreue dich am Spiel mit meinen wunderbaren Kindern. Wo sind wir denn jetzt? Hexer sagt. Lauf. Hexer sagt. Scheiße! Ich wollte es nur noch mal zeigen. Hexer sagt, wir können schon laufen, bevor sie anfängt, Lauf zu sagen. Ja, wir müssen stoppen, bevor sie aufhört, Stopp zu sagen. Ne? Sie hält sich die Hände vor die nicht vorhandenen Augen. Und dann töten wir sie. Was ist das jetzt? Arg, du hast Hexer verwundet. Arg, das war nicht nett. Weißt du meinen Namen? For real Boss Time! So, da ist sie. Hallo! Wir testen jetzt erstmal andere Ringe aus. Der Sonnenring! Macht gar nichts. Ach so, sie ist doch gar nicht im Kampf. Ja, zum Glück. So, wann ist sie fertig? Sie klingt so, sie sieht für mich so ein bisschen aus wie Tantalus. So, jetzt aber. Sonnenring 3! Gar nichts. Okay. Atomring! Ah! Die dicken Geschütze auffahren. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu früh agiere oder zu spät agiere. Gucken wir mal. Kann auch sehr leicht sein, dass ich jetzt draufgehe, weil ihr Schaden ist enorm. Oder auch nix? Nein, auch nix. Okay, mal sehen, ob es der Feuerzeugring tut. Ah, es tut sich was. Im Staate Dänemark. So, ich gehe schon mal. Jo, danke Spiel, danke. Ja, die Strahlenlanze macht auf jeden Fall schon mal mehr her. Wisst ihr was? Ich benutze jetzt mal die Zeit. Oh, Moment, wir haben den Flora. Wir haben zwei Stück davon. Die Transition von Feuerring in... Oh, ich gehe dir jetzt nah an die Bluse, mein Weibchen. War jetzt
ein wenig schwer. So, in dieser Phase ist es so, dass hier ihr Dreiecks-Triforce-Pixel des Grauens nah zu uns kommt. Da nehmen wir dann... Au! Ernsthaft? Oh Gott! Es ist... Ja, wenn das nicht hundertprozentig passt mit den Invincibility-Frames, dann ist man sehr schnell tot hier. Ohne, ich habe es nicht eingeübt. Yay. So. Ich glaube, oben und unten ist besser. Au! Oh Gott, ich hab's nicht eingeübt. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Und das ist der Grund, weswegen der Spielberater sagt, Level 25 ist besser. So. Kann man da immer noch? Nein, kann man nicht. Egal. Also, die I-Frames hier sind das Typchen, das Klößlein in der Suppe. Und wenn man es nicht kann, dann sieht man ziemlich übel aus, möchte ich sagen. So. So, einfach mal rein und raus. Na, das sieht jetzt ganz gut aus. Wie gesagt, ich hätte vorher mal eine Übungssession einlegen sollen. Aber wenn die Schlumpfmasken... Na, da wieder ein klitzekleiner Fehler. Und dann hat es sich reingesömmelt. Aber ich habe ja noch genug. Ich habe ja noch genug. Also von daher ist es, glaube ich, auch mal ein ganz gutes, vielleicht für euch ein ganz gutes Augenmaß, wie es ein Anfänger, also Anfänger, ich meine, ich habe das Spiel schon ein paar Mal gespielt, so ist es nicht. Aber ich habe diesen Kampf noch nie auf diese Art und Weise gemacht. Und auch, ja, mit ohne die Strahlenlanze würde ich, glaube ich, Och nö! Würde ich, glaube ich, einen Punkt Schaden pro Angriff machen, vielleicht zwei mit einem kritischen Treffer. Aber... Ja, auf die Art und Weise geht es dann, glaube ich, doch ein bisschen schneller, wenn ich so das Dreifache mache. Oder das Siebenfache. Eben hatte ich, glaube ich, ein bisschen mehr Erfolg. Was die Schadens... Ah! Ich mag den Namen von meinem Hauptcharakter. Ich sage ihn gerne so oft. Wäre links und rechts besser als oben? Und ich hatte den Eindruck, dass es eben ein bisschen besser gelaufen ist. Ja, ich hoffe, ihr mögt diesen Bosskampf. Wir werden ihn noch eine Weile sehen. Oder nochmal sehen, wenn ich versagen sollte. Und ich mache das Ganze jetzt mit dem entsprechenden Superknopf. Und das Schlimme ist, dass ihre komische Edelstein... Das fällt mir erst jetzt auf, dass das ihre Edelsteine sind, die hier irgendwie um sie rumkreisen. Mir ist das nicht aufgefallen, das wären komisch farbige Masken. Nein, das sind ihre verdammten Edelsteine. Da lässt sich jetzt die Frage raus entwickeln, ob die gute Frau ihre Kräfte durch die... Danke, Spiel. Ihre Kräfte durch die tollen Edelsteine erhält, die wir dann im Laufe des Ganzen hier irgendwie zusammensammeln. Was würde die gute Frau ohne sie machen? Sailor Moon gucken oder sowas. Eure feinen Kräfte und sowas. Was kommt wieder? Fark! Ein bisschen zu weit gelaufen und schon ist die Kacke richtig am Dampfen. So, nochmal versagen und ich muss wieder ins Menü rein. Sonst machen wir es gleich. Ich weiß gar nicht, wie viele Hitpoints... Ah, da ist sie hinüber! Sie hat sie vernichtet! Oh, oh Gott! Ja, toll. Ich sterbe im gewöhnlichen Raum gegen einen gewöhnlichen Gegner. Aber gegen den schlimmsten Gegner, Bossgegner im gesamten Spiel geht's einigermaßen. Es ist vollbracht. Die Rache der Königin enthebt. Sich des Schlosses. Und wir werden zurück auf den elektrischen Folterstuhl gesetzt. Nein, jetzt können wir endlich Columbo aus seinem Schlaf erwachen lassen. Was habe ich getan? Tage der Qual. Träumte ich im Schlummer einen schier endlosen Traum? Ich bin Columbo, ein Forscher und Navigator. Warum nahmst du Gefahren auf dich, um mich zu retten? Nun, nur so wollte das Meer sehen. Eine dritte unsichtbare Antwort, um Bahamut aufzuwecken, gibt's nicht. Ich wollte das Meer sehen. Ich hörte von einem Seefahrer namens Columbo. Columbo, darf ich dir eine Frage stellen? Warum wurdest du hier gequält? Ich dachte, dass man nur Verbrecher peinigen würde. Vielleicht glaubten die Leute das.
Man sperrte mich zu Unrecht ein, da die Prinzen auf der Reise starben. Doch das ist nicht die Wahrheit. Ich akzeptierte die Qualen als Buße für meine Gier. Loires König und Toronias Königin, die Mächtigen sind alle gleich. Leider kann ich nicht mal dir den wahren Grund nennen. Wenn der wahre Held geboren wird, enthülle ich mein Geheimnis. Als wir den neuen Kontinent entdeckten, wurde mir eines klar. Wo wir auch leben, alle Menschen sind gleich. Wir lachen und weinen und sind eine Familie. Die Freundschaft sollte alle Länder und Kontinente verbinden. Deswegen gebe ich meine Navigationskenntnisse gerne weiter. Lass uns nach Ahula zurückkehren. Und? Oh, das ist mal seins. Ach so, nee, das ist das Krankenzimmer. Ah, dann ist das Mädchen endlich geheilt. Sehr schön. Ich habe allen Seeleuten mein Wissen über Navigation vermittelt. Ich bin sicher, sie werden deine Wünsche erfüllen. Ich bin müde, ich möchte ein wenig schlafen. Oh, da kommt er nach Jahren der Gefangenschaft, abgemagert und krank zurück. Und das ist das Erste, was er tut. Er lehrt. Und jetzt schläft er. Mal sehen, ob Mr. Dog irgendwas Neues sagt hier. Ich glaube ja, dass Columbo derjenige ist, der irgendwie diese Hermesglocke gefunden hat und dem König Olaf vermittelte. Und sein eigentliches Ziel ist, etwas anderes in Stockholm gemacht zu haben oder mit den Erkenntnissen dort in Verbindung zu bringen. Aber anscheinend hatte der König und Königin von Toronia, also König Olaf von Loire und Königin von Toronia, andere Pläne. Und das war Columbo dann zum Verhängnis geworden. Es scheint, dass Columbo geistig und körperlich erschöpft ist. Er soll sich in meinem Hospital etwas erholen. Wenn ich jetzt noch wüsste, in welchem Haus das gute Mädel gewesen ist, dann würde ich jetzt hier noch Dinge vielleicht tun. Brauchst du ein Fiebermittel? Natürlich. Ein Fiebermittel. Kann ich etwas davon haben? Hier, wenn jemand ein Fieber erleidet, gib ihm davon zu trinken. Wir halten das Fiebermittel! Yes, 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 yes. Sie fragen, ob das hier im Dorf für irgendjemand braucht. Gucken wir mal. Oder ob wir das später für die Entwicklung der Städte benötigen. Jetzt muss ich... leider Gottes alles nicht einstudiert. Nein, du warst der Handwerksmaestro. Hallo Heinz, wie geht es dir? Wir gucken mal hier rein. Es gibt jede Menge Sardinen, doch die verderben leider so schnell. Müsst einen anderen Weg in die Hallenbad zu machen. Arr! Ja, für die Schifffahrt. Ich glaube, in der Kirche hat es niemand nötig. Gucken wir nochmal eben hier in den Nebenraum rein. Du warst nicht, dessen Schwester irgendwie Probleme hatte, ne? In Schloss Taronia soll es 4 mysteriöse Bilder geben. Angeblich hatten die schon ihre Edelsteine zurück. Ja, das war derjenige, der uns das ursprünglichst erzählt hat. So, lass mir den Weg frei, mein Mädelchen. Nee, das war nur noch das Innen hier. Mal sehen, ob Roy noch da ist oder ob er von dann zog. Nein, er ist noch da. Yay. Wir werden uns wiedersehen, das weiß ich. Nein, Prinzessin, noch nicht gesehen. Nein. Ja, wissen wir alles. War hier Nee, hier war nicht das Mädchen. Du willst essen? Also hier gegrillten Spezialitäten. Sardinen. Was soll's? Egal. Mein Gott, nochmal. Vielleicht sollte ich mal offscreen hier noch ein bisschen lang gucken. Okay. Wir können jetzt, glaube ich, nach Süden gehen, um die weitere Reise auf den nächsten Kontinent zu wagen, weil wir jetzt hier in Europa zunächst fertig sind. Doch wir haben ja quasi vor ein paar Episoden schon gesehen, dass Loire ein wenig angewachsen ist, nachdem der König, in einem schrecklichen Unfall von uns ging. Gucken wir uns doch mal ein bisschen um. Die First Avenue passt natürlich wunderbarerweise zu Loire, dieser Betitlung. Das Schloss wurde nach dem Tod des Königs für jedermann geöffnet. Man will dort ein spektakuläres Wettessen veranstalten. Oh, das klingt nach Fürmisch. Gucken wir uns nochmal hier um. Oh, es ist Marcel. Du bereist die ganze Welt? Ich habe eine Frage. Ich würde gerne wissen, ob meine Bilder auch in anderen Städten gefallen finden. Kannst du mir helfen? Klar kann ich was für dich tun. Nimm eines meiner Bilder mit auf deine Reise. Wenn du einen Kunstliebhaber triffst, erfrage seine Meinung. Ich kann dir kein Geld geben, aber bitte zeig mein Gemälde herum. Wir halten das Ölgemälde! Was zeigt denn das? Irgendwelche Köpfe auf dem Podest oder sowas? Bestimmt.
Egal. Ups, ich kann dir kein Geld geben. Zeig es Erum. Wir sind also der erste Warenvertreter auf dieser Erde. Oh, und es ist Pierre. Ich bin Pierre. Ich liebe es, an Maschinen herumzubasteln. Willst du eine Erfindung gehen? Sehen. Gerne. Erfindung klingt interessant. Ich kann nun Bilder von Menschen auf Papier festhalten. Kannst du mal still stehen? Gut, fertig. Oh, 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 oh. Toll. Und was ist mit meinem Schmerzensgeld? Naja, ich muss wohl nur ein bisschen daran borsteln. Ja, dann borsteln. Ich komme bei der nächsten Entwicklungsstufe wieder. Oh, es gibt neue Gegenstände zu verkaufen vielleicht. Gucken wir mal. Mal sehen. Davon kann ich jetzt wieder welche brauchen. Ein paar von verbraten. Das ist noch irgendwas Neues. Nopsi. Und der Piratenmann. Der Eis... Oh, nix großartig Neues. Den Eisböcke kriegen wir jetzt mittlerweile auch hier. Oh, nice. Nett, nicht weltbewegend, aber gut. Und der Magier, gibt es was Neues in deinem Sortiment? Atomringe, Atomringreaktoren. Ach komm, wir haben so viele davon, wir brauchen am meisten hier die Lebenspunkte. Dann nehmen wir das doch gleich mal mit. Da haben wir davon auch wieder ein paar. Irgendwas Neues hier? Nope. Was wird mit Loire geschehen? Größer werden und sowas. Das ist, glaube ich, die liebe Verkäuferin. Magst du Blumen? Ich darf erst nach Hause gehen, wenn sie verkauft sind. Stummes Mädel Pinguin. Lieber nicht. Ich brauche keine Blume. Ich habe schon zwei Blumen. Man kann sie ja nicht mal essen, oder? Zitze, knausrig. So, das ist das Inn. Da wollen wir da rein, wollen wir nicht rein. Erstklassige Sterndeutung. Wahrsager. Nee. Aber hier gehen wir nochmal rein. Vielleicht hat sich ja hier auch was getan. Luxuriösere Wohnungen bei Lucien. Wenn du bleiben möchtest, wende dich an die Dame am Empfang. Hast du gehört? Der König ist tot. Man sagt, er wurde ermordet. Ich möchte gerne wissen, wer es getan hat. Er wurde von allen geasst. Vielleicht haben es alle getan. Und keiner sagt jetzt was. Upsi. Jean ist toll. Ich glaube nicht, dass Louis genauso gut gewesen wäre. Ja, stimmt nicht. Nein, da wäre nämlich nichts passiert. Mal sehen, was Heinz sagt. Der Schlüssel Erfolg, Unterstützung der Wirtschaft, bla bla bla. Handel wird die Zukunft prägen. Gesetze werden geändert. Die Stadt kann sich entfalten. Die Wachstumsrate beträgt immer noch 20%. Und die Stadt ist doppelt so groß geworden wie vorher, ungefähr. Hey, geh nicht in mich herein, du Perverser! Ein schwerreicher Mann lebt auf einer kleinen Insel im Norden. Er ist sehr großzügig und interessiert sich für Kunst. Oh, könnten wir doch nur mit dem Schiff dorthin fahren. Das war eine sehr gute... Zum Glück geht der Maler nicht hierher. Oh, wer bist du denn? Möchtest du mit Mutter sprechen? Sie ist nur schwer zu verstehen. Ach so, das ist... Sagst du immer noch dasselbe? Endlich frei, das ist gut! Ja, offensichtlich. Auf jeden Fall, ja, die können sich, glaube ich, jetzt auch eine größere Wohnung leisten. Es gibt hier größere Wohnungen. Wir haben genug Platz, deshalb habe ich mein eigenes Zimmer. Ah, ist das nicht herrlich? Die Entwicklung. Den Leuten geht's besser. Und nicht nur er, dem König der Welt. Louis hilft nun Jean, er ist kein Trinker mehr. Man merkt, dass die Stadt auch ohne einen König auskommt. Ja, zumindest wenn man halbwegs vertretbaren Bürgermeister hat. Jean hat mich gebeten, ihm zu helfen. Wir haben viel Spaß. Ihr sollt keinen Spaß haben, sondern arbeiten! Hallo, wie gefällt dir das wiedergeborene Loire? Es steht uns noch viel Arbeit bevor. Ich werde weiter studieren. Wirtschaft, Kultur, soziale Einrichtungen etc. etc. Hast du irgendwas Nettes hier oben für mich? Nein, nur ein Bett und ich darf noch nicht mal hier die Nacht miteinander verbringen. Aber ey, sie haben genug Platz zu zweit, um hier zu arbeiten. Jetzt rede ich schon so die Bevölkerung hier. Furchtbar. Einfach nur furchtbar. Okay. Oh, sie haben sogar den Briefkasten erfunden. Da gab es den schon vorher. Ich glaube nicht. Oh, hier wohnt keiner? Dann kann... Diese Wohnung gehört mir. Ich habe hier maßgeblich dran mitgewirkt, dass es so ist. Sie gehört mir. Mary, eine beglaubte Näherin, arbeitet für Madame Netti. Diese fiese Netti behandelte das arme Mädchen sehr schlecht. Wieso behandelte? Wird sie jetzt nicht mehr schlecht behandelt? Wer bist du? Du bist der Trinker Nummer 2? Ich dachte darüber nach, ein Geschäft zu eröffnen. Ein tüchtiger Grundstücksmakler kann ihr ein reicher Mann werden. Dann fang mal an. Wobei die Grundstücke sehen schon sehr schwer bebaut aus. Innerhalb der Grenzen zumindest. Ich würde gerne ein Möbelgeschäft in dieser Stadt eröffnen.
Dann mach doch. Ich hoffe, es gibt in Skandia noch genug Wald dafür. Pierre ist sehr geschickt. Er hat meinen Anhänger wieder repariert. Oh. Anhänger im Sinne von, dass man hinten ans Auto packt oder was anderes? Ich habe am Wettessen in Loire teilgenommen, sieht man. Die Menge hätte ich geschafft, das Tempo war mir aber zu hoch. Ah, hätte ich Wasser hier stehen, hätte ich... Ihr wisst schon. Oh, hey, du... Du Verstecker, du... Er ist weg. Da ist er wieder! Der hat keine Hitbox, wenn der hinterm Haus ist. Ja, dann ist ja auch mal ein Ding. Ne, da waren wir schon drin. Na gut. Dann lässt er sich, dann darf er ein bisschen weiter sich verstecken. Hallo, Kellerei. No, erfrischend und super lecker und verdammt entspannend. Ich habe einen neuen Wein. Willst du mal probieren? Sicher. Ich bin bereit, ihn zu testen. Aber wird er auch schmecken? Das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Terranigma. Ciao.